Und hier rein. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol wieder. Und jetzt steht der Kollege hier bestimmt auf. Jedes Mal Angst, wenn ich darüber laufe. Also gehen wir mal kurz speichern. Was können wir da noch ablegen von dem Zeug? Was können wir da noch ablegen? Also die Schrotflinte. Ich weiß halt nicht, wo wir die brauchen. Es kann sein, dass wir die jetzt sofort gebrauchen können. Ich speichere es mal ab und lege dafür die Farbbänder weg. Ja, eine alte Schreibmaschine. Nun mach. Ja, Inhalt wird gespeichert. Speichern beendet. So. Dann nehmen wir das Zeug mal weg. Und den Rest behalten wir erstmal. Weiter geht's. Dann machen wir uns mal auf zum hoffentlich nächsten Rätsel. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Das defekte Schrotgewehr, was wir gefunden haben, das könnte sehr nützlich sein. Es kommt jetzt darauf an, ob wir die Tür aufkriegen, wo ich denke. Gehen wir hier erstmal zurück. Hier haben wir alles soweit eingesammelt. Die Batterie, wo könnte man die Batterie einsetzen? Wie gesagt, im Aufzug. Ja, genau, was ist mit. Habe ich die Batterie jetzt mitgenommen? Die habe ich doch aber gar nicht mehr im Inventar, oder? Die Batterie. Ach so, für den Elektro, für das Betäubungsgewehr. Geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was ist hier eigentlich? Nix. Nothing. Was gibt's hier? Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Und nur mal aus Interesse, was ist mit der Tür? Ich grenze es immer gerne ein, wo man hin kann. Also hier können wir noch nicht rein. Ja. Dann gehen wir einfach mal direkt hier rein. Es ist zwar nicht da, wo ich hin wollte, aber wir können ja trotzdem reingehen. Krimskrams. Erstmal das Gebiet sichern hier. Das. Spüren die Wärme des Lichts auf ihrer Haut. Wie viele Türen gibt es denn hier? Also gut, gehen wir mal systematisch vor. Arbeiten wir uns mal von vorne nach hinten. Die erste Tür, die hier. Verschlossen. Also es gibt viele Rüstungssymbole hier auf jeden Fall. Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Was sonst? Und hier? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Bleibt wieder mal nur diese eine Tür, die wir betreten können. Aha. Hundepfeife. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss, an der Westseite der Terrasse, und der hört auf die Hundepfeife. Auf dem Balkon im ersten Obergeschoss, okay, da waren wir gerade. Und der hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesem verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr?
Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tollman. Okay, also wir müssen auf den Balkon zurück. Aber erst nehmen wir nochmal schnell die Munition hier mit. Das Schachbrett können wir auch gleich mitnehmen. Das können wir irgendeinem räudigen Dreckszombie in die Fresse hauen. Was gibt's hier drauf? Ein Tagebuch. Die Seiten sind leer. Da liegt aber noch irgendwas. Irgendwas liegt da noch. Feuerzeug. Sehr schön. Ein Feuerzeug. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts weiter. Ah, Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Ungedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Okay, da dürfen wir ein bisschen punchen. Also ich glaube, hier haben wir alles. Gehen wir hier mal raus. Oh, shit. Fuck. Stirb, du Penner. Jetzt ramme ich dir mein Messer in den Schädel. Ja, hat sich doch schon gelohnt. Was ist nun? Kommt da noch einer? Oh, da kommt noch einer. Zwei von deren Sorte. Noch visiert sie nicht. Nun komm. Dahin? Ach, von da unten. Ich glaube, den lassen wir aber mal hochkommen, dass wir mit dem Messer raufhauen können. Wenn ich von hier schieße, vielleicht kann ich ihn den Schädel wegballern. Komm schon. Stirb! Komm, ich will dich messern! Yes! Lebt der noch? Da. Wie mädchenhaft schlägt sie denn zu, ey? Schlag doch mal wieder richtig zu. Ja, Mann, den haben wir es voll gegeben, ey. Dann ein Bild einer trauernden Frau von einer Menschenmenge. So. Den haben wir es ja voll gezeigt, oder? Wo geht's hier hin? Verschlossen. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Dort kommen wir wieder dort raus. Okay. Haben wir einen Rundgang gemacht. Bringt uns also nichts, jetzt dort durchzugehen. Da hinten können wir hier rein. Rüstungssymbol. Wie unerwartet. Ist hier irgendwas Schönes? Wand ist voller Porträts. Hübsche Bildchen. Hier war die Truhe, die ich meinte. Hier war die Truhe, die ich aus Folge 1 meinte. Mehr Objekte können sie wieder mal nicht tragen. Aber hier können wir auf jeden Fall gleich mal reinrennen. Gleich mal reinspringen. Ein paar Sachen ablegen. Was gibt's da? Ein Flachmann. Also da können wir, glaube ich, das Kerosin reinfüllen. Denke ich. Was können wir weg... Achso, jetzt gucken wir uns erstmal kurz das Ding hier an. Erstmal gucken wir uns kurz die Hundepfeife an. Prüfen. Bisschen heran. Wenn man sie bläst, erzeugt sie Frequenzen, die nur Hunde hören können. Mit dieser Pfeife können sie einen Hund herbeirufen. Okay, sonst ist drauf nichts zu sehen. Sieht aus wie ein Penis. Also gut. Dann... gucken wir uns das Teil mal an.
keine besonderen Merkmale. Irgendwas muss das Teil doch. Okay. Passepartout. Das Feuerzeug, was ist damit? Es trägt eine Gravur. Spiel nicht mit dem Feuer. Deine Jessica. Es trägt eine Gravur, okay. Also gut. Eine Tasche. Aber wir können sie nicht aufnehmen. Also wir legen weg. Erstmal die Schrotflinte legen wir weg. Dann dieses hässliche Etwas. Diese Hundepfeife legen wir auch schnell weg, weil der Raum, wo wir mit der Hundepfeife hin müssen, ist ja ziemlich nah. Dann nehmen wir das kurz mit. Treibstoffkanister, ist da was drin? Nee, statt 0. Okay. Dann bevor wir speichern, gehen wir immer schnell nochmal hier rein. Weil ich glaube, da oben, wenn wir geradeaus weitergegangen wären, bilde ich mir ein, konnte man am Ende das Feuerzeug benutzen. Ein Klassikspiel. Hier kommen wir nicht rein. Aber hier. Ja. Pflanzen ohne Ende. Der finstere Wald scheint. Hier scheint es keine Häuser zu geben. Besser so, sonst würden noch mehr von diesen Typen hier rumrennen. Ein leerer Kamin, oder hätte ich da ein Stück Holz gebraucht? Ah. Das ist eine Karte. Aber ich kann ja jetzt nichts mit anfangen. Die eingeritzten Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich das sehe? Tut sich da jetzt noch irgendwas? Hm. Nehmen wir mal schnell eine Pflanze mit. Die mischen wir gleich mit Rot noch zusammen. Gleich mal ein hübsches Mischmasch-Ding hier. Kombi. So, dann haben wir das. Dann schauen wir hier noch kurz rein. Das geht natürlich nicht, weil wir brauchen ein Helmsymbol. Und hier kann ich nichts machen? Ist das die Karte hier? Ja, das ist die Karte. Da ist irgendwas rot. Irgendwas ist da rot, hier mittig. Also gut, wenn wir hier erstmal nichts weiter machen können, dann nehme ich jetzt einfach erstmal das Kraut, gehe zurück und speichere mal ab. Liegen bleiben, ihr Penner. Nicht wieder aufstehen. So, dann hätten wir das. Was gibt's hier noch? Kommen wir hier raus? Tyrus sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Hm, das muss doch irgendwas heißen. Wenn ich das jetzt mache, komme ich dann von der anderen Seite nicht mehr durch vielleicht? Ich mach's einfach mal. Warum, was auch immer. Ich komme nochmal zurück. Trotzdem hindurchgehen, ja. Okay. Was gibt's hier? Wo kommen wir da raus? Aus einer großen Tür. Wo
Sind wir jetzt hier? Waren wir hier schon? Aber gut, Leute, hier brauche ich auf jeden Fall die Schrotflinte, das weiß ich nämlich noch. Hier brauchen wir noch nicht weitergehen. Da brauche ich die Schrotflinte. Die kaputte, die defekte. Von hier sind wir gekommen. Und hier gibt es bestimmt wieder irgendwas zum Einsammeln. Kann ich überhaupt noch was mitnehmen? Nee, ich bin sogar voll. Schade. Wird die Tür so komisch gezeigt. Also gut, Leute, wir gehen erstmal schnell zurück und legen ein bisschen Zeug ab. Denn hier gibt es garantiert noch eine Menge zum Einsammeln. Dann können wir auf dem Weg auch gleich die Schrotflinte wieder mitnehmen. Was gibt's hier noch? Oh, shit, ey. Alter, hab ich mich erschrocken. Boah, ey. Jetzt stirb. Ich hätte ja vorhin wenigstens mal einen Erfolg kriegen können, dass ich den mit dem Messer gekillt habe, den einen. Und den hier hat man jetzt gar nicht gehört, ey. Heftig. Ist so dunkel. Das erkunden wir auch später. Ich hätte gesagt, wir legen erstmal ein paar Sachen weg jetzt. Erstmal ein paar Sachen verstauen. Also mit der Steuerung kann man sehr schnell reagieren. Es ist nicht so wie damals. Es ist ziemlich leicht eigentlich wegzurennen, muss man sagen. Sehr gut gemacht. Ah, hier kann ich das Ding auffüllen. Geil. Zwei kann ich dann nochmal auffüllen. Jetzt voll. Ja, aber wenn ich das mitnehme, dann muss ich das Feuerzeug auch mitnehmen. Dann haben wir schon wieder keinen Platz mehr. Weil wir wollten die Schrotflinte ja auch mitnehmen. Ah, was wir nicht alles mitnehmen müssen. Was lassen wir da? Ach, kommt, Leute. Lassen wir das jetzt einfach mal da. Kann man hier noch was einsammeln? Nö. Ja. Fahrbahn nochmal mitnehmen. Okay. Dann gehen wir einfach wieder zurück und gucken mal, was wir noch sammeln können, hätte ich gesagt.